Ja, einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Honda Africa Twin RD04 Gabelservice. Eine Gabel habe ich schon fertig, die steckt auch wieder drin. Bei der zweiten Gabel seid ihr fast von Anfang an mit dabei. Ich habe schon das Öl abgelassen. Wie man das macht, sollte bekannt sein. Wenn nicht, ich schaue mal, ob ich unten in der Videobeschreibung ein Video verlinke, in dem ich so einen Gabelservice mal ausführlicher zeige. Ja, dann reden wir nicht lange rum, legen wir los und währenddem erzähle ich halt wieder ein klein wenig. So, willkommen bei Nice Eye 36. So, da lässt sie sich hängen und tropft aus. Das Öl der ersten Gabel hat gewaltig gestunken, die zweite war nicht so schlimm. Da wurde anscheinend schon mal etwas gemacht. Unsere österreichischen Bickerl, muss man darauf aufpassen, wenn man die Gabel aus der Gabelbrücke herauszieht, dass die nicht beschädigt werden beim Einbau. Eben kurz die Handschuhe aufpumpen. Beim Einbau kann ich eventuell zeigen, wie ich das mache. Das nicht bedeutet, dass man es so machen soll, aber vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen so einen kleinen Tipp geben. Gut, wir müssen die beiden Schellen öffnen, um den Faltenbalg runterzuziehen. So, einmal. Kein großartiges Hexenwerk, wenn man eine Schelle aufmacht, sollte bekannt sein. Dann muss das hier hinten, dieses schmutzige Teil, ich habe euch ja gesagt, ich werde die Maschine nicht perfekt säubern. Ich mache das nicht mehr. Die Leute, die die Maschine herbringen, sollen sie sauber machen, bevor sie sie herbringen. Ansonsten mache ich das nicht mehr. Sollte im Normalfall kein Thema sein, man muss es nur einmal lösen. Das ist meistens etwas festgebacken. Und dann kann man das Ding hier schon runterziehen. So, und das ist er. Der kommt mal hier auf die Seite. Ja, und dann machen wir mal die Staubkappe runter. Bei der Maschine sind die Staubkappen mit einem Metallrand und die sind noch in einem guten Zustand, zumindest waren es bei der anderen Gabel. Deswegen muss man hier etwas vorsichtiger das Ding lösen. Bis man so den Anfang hat und dann kann man hier mit dem Schraubendreher dazwischen eventuell und kann hebeln. Ich glaube, so geht es besser und schadensfreier, komischerweise. Und das ziehen wir jetzt hier drüber. Gut. Jetzt ist hier wieder diese ominöse Klammer dann drin. Aber wir müssen als erstes hier unten die Imbusschraube öffnen. Und da bin ich ja auch schmerzbefreit. Das geht bei mir alles ratzfatz. Ein Stückchen weiter weg. Schlagschraube auf öffnen. Sechser Imbus. Schauen, dass der ordentlich da drin sitzt. Und dann ist sie schon runter. Also da muss man keine Wissenschaft draus machen. Dann wird sie gesäubert. Da hat irgendjemand Dichtmittel verwendet. Ja. Oder Schraubensicherung, was ja noch schlimmer ist. Schraubensicherung an der Schraube zu verwenden. Also, ich habe keine Ahnung. Der Dichtring hier sitzt jetzt fest, bei der anderen war das nicht so. Zeichen dafür, dass das Ding ein bisschen zu arg eingeballert war.
Also nehme ich mir hier eine Zange, halte den hier fest, nehme den Sechskant und dann drehe ich den einfach übers Gewinde raus. Nicht so ewig lange rummachen, das schadet dem allen nicht. Man kann das Ding in einer 1000%igen Perfektion machen. Man kann sich immens Mühe geben, 2 Stunden einen Gabelservice machen und so weiter und so fort. Es spricht absolut nichts dagegen. Es ist sogar besser, gebe ich ganz offen zu, weil es dann nachher einfach schöner aussieht. Ja? Und wenn man sich die Zeit nimmt und wenn der Besitzer des Motorrades damit einverstanden ist, dass man 3-mal so lange braucht oder 4-mal so lange oder dass man halt generell ausgedrückt länger dafür braucht, ist das absolut super und absolut in Ordnung. Mein Klientel, also meine Klienten, mein Klientel, ist leider Gottes so schnell wie möglich. Die Leute wollen alle so schnell wie möglich wieder auf die Straße. Folgedessen habe ich einfach nicht die Zeit, um das Ganze hier jetzt zu polieren, die ganze Gabel zu polieren und alles schön sauber zu machen. Und die YouTube-Gemeinde weiß, ich bekomme ja immer Motorräder, die in einem, ja, Pflege, Sauberkeit ist da meistens zweitrangig. Da wird gefahren. Ja. Es gibt natürlich rühmliche Ausnahmen. Es gibt natürlich Fahrzeuge, die ich in mühevoller Kleinarbeit aufarbeite und alles versuche, so richtig wie möglich zu machen. Aber das sind leider Gottes die wenigsten. Was aber nicht bedeutet, dass ich da drin und hier nicht so sauber mache. Habt ihr jetzt gesehen, was ich gemacht habe? Na, ich habe einfach die Gabel auseinandergezogen. Jo. So, jetzt wird ausgespült. Bremsenreiniger. Da sieht man schon die schwarze Brühe, die rauskommt. Unten ist noch der hydraulische Anschlag drin. Ich möchte aber vorher bitte den gröbsten Dreck hier raus haben. Einmal dahin gedreht und einmal hier ausgeschüttet. Und dann nochmal hier reingeschaut. Da hat es nur noch Bremsenreiniger drin. Ich zeige das jetzt nicht im Detail. Da kann ich euch für solche Geschichten, lege ich euch Zams Channel ans Herz. Und zwar richtig ans Herz. Martin, ich mag dich. Der junge Mann, der macht das mal richtig. Der lässt sich Zeit. Würde ich auch zu gerne. Ich würde mir auch zu gerne Zeit lassen. Ja, hier hat es dann noch das Zeug, was unbedingt raus muss. Diese schwarze Pampe, die da drin ist. Ja, das ist schon ausgewaschen. Da ist noch mehr drin. Ja, und diese schwarze Pampe, die ist im gesamten unteren Bereich der Gabel. Wenn man den nicht rauswäscht, ja, dann löst sich das immer wieder. Und was dann passiert, das kann ich euch zeigen. Deswegen machen wir nämlich diesen großen Gabelservice. Und nicht nur das Öl zu wechseln, sondern wirklich alles. Hat in der ersten Gabel so ausgeschaut und sieht auch in der zweiten Gabel so aus. Ich zeige euch das mal an den sauberen Teflon-Gleitringen. Ja, also wunderbare
Teflon, also das ist die Innenseite, das ist die Außenseite, das ist die Gleithülse, die unten auf der Gabel sitzt. Ja. Und da ist nichts mehr. Ja. Und aus dem Grunde macht man hin und wieder mal so einen großen Gabelservice. Und hier ist der innere Gleitring. Der sieht Gott sei Dank, das ist der, der oben sitzt. Der sieht Gott sei Dank noch relativ gut aus, hat aber auch schon seine Gebrauchsspuren. Ja, und das wird bei der Gabel identisch sein. Das gibt es eigentlich fast nicht, dass zwei Gabeln unterschiedlich im Verschleiß sind. So. Da ist noch der Anschlag drin. So, da fällt schon alles auseinander, das ist gut. Brauche ich mich nicht so rumärgern. So, und jetzt wird das Rohr noch sauber gemacht. Wenn man es denn sieht, ich kann mich da jetzt im Augenblick nicht drum kümmern. Ich wasche die jetzt einfach hier aus. Jetzt kommt der Dämpfer dran. Sieht man, was ich da tue in etwa? Ja, sieht man ja. Wenn ich da hier so seitlich hingehe. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Ich habe die schnelle, einfache Methode gewählt. Einfach absprühen. Durchsprühen. Einmal umdrehen. So, und das war's schon. Und ich lege meine Putzfetzen immer weiter weg. So, und dann wird das hier einfach abgewischt. So, und dann ist das Ding perfekt sauber, so wie es sein soll. Gut. So, also einmal, das ist der äußere Gleitring. Der kommt dahin. Dann haben wir hier meine Montagepaste. Da bekommt jetzt innen drin etwas Öl bzw. von dem Fett. So, dann dieses Teil hier rein, hindurch, dann dieses Teil hier unten drauf, so, dann wieder etwas Fett hier in den gereinigten, in die Gleitfläche. Und hier rundherum ein bisschen einfach einschmieren. So, dann kriegt der Teflon-Gleitring eine Ladung. So, und dann wird das hier einfach eingeführt. Jack bis zum Anschlag. Dann hat es hier den neuen Dichtring. Putzfetzen. Die Verschlussschraube, die sauber ist vom Gewinde her und vom Kopf her. So, Imbus. Hier unten vorsichtig ansetzen. So, etwas weiter weg. Das ist ja jetzt mal nicht so wild. Muss ja nur das Gewinde greifen. Schon erledigt, und da ich weiß, wie mein Schlagschrauber funktioniert. 1, 2, 3, fertig. 12 Newtonmeter plus minus 2, wie vorgeschrieben. So, gut. Jetzt kommt Gabelzimmerring, neu, etwas Gabelfett hier drauf. Die Szene wird nie wieder gezeigt, ja? So,
Man kann auch Öl nehmen, hier außenrum ein bisschen verteilen. So, jetzt gibt es Leute, die scheißen sich hier an. Zwecks dem Gabelsimmerring. Du bleibst mal bitte stehen, danke. Weil jetzt da oben eventuell eine scharfe Kante ist, weil ich das Ding jetzt über das Bickerl drüber ziehen muss. Ja. So, etwas mit Gegenlicht. Ja. Erstens ist hier oben eine Faser. Zweitens ist das Ding geölt. Und drittens muss der in seinem Leben, wo er da drin verbringt, so viel arbeiten. Wenn ihm da so ein kleiner Aufkleber was ausmachen würde, würde der da drin keine 138.000 Kilometer überleben. Oder wie viel auch immer. Jetzt, Scheiße, was mache ich denn da? Wieso sagt ihr mir nichts? Das ist vor lauter Kamera. Natürlich muss zuerst der Teflon-Gleitring eingebaut werden. Den fetten wir jetzt hier innen. Den fetten wir jetzt hier ein bisschen außen. Es gibt Leute, die scheißen sich da auch an mit dem Einbau von dem Ding. Und oft genug viele Videos gesehen, wie sie sich da abmühen und versuchen, das Ding in Position zu bringen mit allem drum und dran. Wo ist jetzt die Scheibe? Die ist da. Im Übrigen auch hier, ja, das sieht man jetzt mit Gegenlicht nicht so vielleicht besser. Der innere Teflon-Gleitring relativ in Ordnung. Der äußere Teflon-Gleitring hier wunderbar. Und hier ist nichts mehr. Und der Spalt ist auch zu groß. Ja, also beide äußeren Teflon-Gleitringe sind hinüber. So, also wie mache ich das? Den Teflon-Gleitring. So, den Teflon-Gleitring hier einlegen. Dann nehme ich die Scheibe, die normalerweise da drauf ist. Dann nehme ich einen Gabelsimmerring-Eintreiber. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. So. Dann kommt der Gleithammer. Ups, nicht auseinanderfallen lassen. So. 1, 2, 3. So, und der sitzt schon so drin, dass er hält. Jetzt kommen meine nächsten Gleitstücke. Ah, ich vergiss immer, dass ich den falschen habe. Nicht den falschen, sondern dass der auseinanderfällt. Ich habe ja noch andere. So. Zack, zack. Ring. So. Weiter geht's mit dem Ring jetzt nicht. Also, Durchschlag. Was heißt, weiter geht's nicht mit dem Ring? Ich erzähle wieder Mist. So, kommt der Ring wieder hier drauf und dann Kontrolle. Jawohl, der kommt. Das reicht nicht mehr, das ist das Problem. Wartet mal, vielleicht geht ja. Nee, das ist eine 44er Gabel, oder? Ja. Geht also nicht. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Ich kaufe nicht wegen jeder Gabel einen eigenen Eintreiber. Die universellen gehen, die gehen gut, die gehen halt in dem Falle nicht weit genug. Ja. Das geht so genauso gut. Man hat die Scheibe als Auflage. Man hat hier keine Gleitfläche. Das ist zwischen den Gabelbrücken. Da kann also absolut nichts passieren. Außer dass es Lärm macht. Kontrollieren. Muss noch ein Stück.
Jupp. Ist drin. Soll ich euch zeigen? Nö. Jetzt mit der, ich habe jetzt die ganze Zeit, das, es gibt bei diesen Stanzteilen eine sogenannte glatte Seite und eine sogenannte abgerundete Seite. Ich habe jetzt die glatte Seite nach unten genommen und habe den Gabelzimmerring, Teflon-Gleitring eingetrieben. Jetzt drehe ich das Ding um, dass die scharfe Kante, nennt man sie auch, nach oben zeigt. Und jetzt kommt der Gabelzimmerring drüber. So. Drüber stülpen, übers Pickerl fahren, runter, aufsetzen, Gabelsimmering-Eintreiber drüber, so, Gleithammer, so, passt, fertig, mehr ist es nicht. Jetzt schaue ich, ob ich in der Passung bin. Ein kleines Stück sollte ich noch. So. Gut. Jetzt kommt, das ist der alte Ring. Der neue Ring. Der bekommt von mir immer Fett, damit er nicht rostet. Drüber, rein, Durchschlag, runterdrücken, bis es klackt. So, dann Pinsel, Fett und dann da Fett rein. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Genau so, dass das Ganze bedeckt ist und nicht mehr rosten kann. So, das war's schon. Fetttiegel kann zu. So, jetzt kommt die Gabelstaubkappe. Da wischen wir mal drüber, ausnahmsweise. So. So, schön sauber. Dann haben wir hier noch Fett. Dann tun wir zum Gleiten hier etwas Fett. Die äußere Seite lassen wir. Da haben wir nämlich da genug Fett drauf. Und dann einfach vorsichtig reindengeln. Jetzt einmal auseinanderziehen und dann das Fett runternehmen. So. Zack. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, da ist nichts dran oder sowas. Hat sich alles nur so brutal angehört. Aber da ist nichts. So wie sich's gehört. So, die Gabel steht gut, 560 Milliliter Gabelöl, was mich aber nicht interessiert. Mich interessieren 160 Millimeter Luftpolster. Ob da jetzt 560, 70, 500, 400, egal, die 160 Millimeter 16 cm Luftpolster. Die interessieren mich. So, Öl ist drin. Jetzt wird gepumpt. Ihr hört es blubbern. Wie schön es runtergeht. Ja? Den neuen Gleitringen. Echt ein Traum. Hydraulischer Anschlag funktioniert auch wunderprächtig. Sieben.
8, 9, 10 und ganz runter, zack. So, bei der ist es gut, die steht alleine. Das ist mein Ölstandsabgleicher. Glatt oben aufsetzen. Feststellen, es ist zu wenig. Es waren 570 oder sowas. Das heißt, wir füllen noch ein bisschen nach. 10er Gabelöl. So. Dürfte ja nicht zu viel sein, was fehlt. Jawohl. Das sind jetzt 5 Milliliter. Dieser kleine Schluck, das wäre, glaube ich, genau richtig gewesen. Aber so haben wir es halt ganz genau. So, jetzt sind das exakt genau 160 mm Luftpolster. So, da la. Wird Gabelfedern, Zero Friction, 20, 45, Fahrergewichtsoptimiert und auf Enduro optimiert. Das heißt, 70% Gelände, 30% Straße. Das heißt, das Ding wird jo, ganz schön fetzig sein. Das, was ich gespürt habe, Verschlussdeckel, ein Tropfen Öl holen wir uns hier aus der Kanne. Neuer Dichtring ist drauf. Ist ja ein kompletter Reparatursatz. Ich mache hier die Scheibe wieder drauf. Die Originalfedern waren normale Federn plus die Scheibe plus so eine Feder. Und Freunde, diese Feder, die könnte man noch dazu verwenden, sollte das Ding zu schlapp sein, einfach als Federvorspannung zu verwenden. Fall runter, ist mir wurscht, ich heb dich wieder auf. Danke, Schwerkraft. Scharfe Kante nach unten, Deckel drauf. Zudrehen, darauf achten, dass das Gewinde von Hand geht. Das darf nicht schwer laufen. Keinesfalls einen Schlüssel oder sowas nehmen, wenn ihr nicht das Gefühl habt dafür. Alter, das ging bei der anderen Gabel aber wesentlich einfacher. Gleich so. Ja. Hier bei der Gabel 17er Nuss. Ich kenne meinen Schlagschrauber. Einmal fertig. So, habt ihr gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das jetzt da mit dem Schlagschrauber einmal auslösen lassen. 5, 6 Newtonmeter, mehr braucht das nicht. Gabel fertig. Huh. Huh. Jawohl, ja. Das ist cool. Zu viele Knicke drin. Das ist halt die mangelnde Pflege. Wenn man die nicht öfters mal behandelt mit Silikonspray oder sowas, dann
machen die gerade, was sie wollen. Ich kann das nicht ändern. Ich will das auch nicht ändern. Ich werde das auch nicht ändern. So, das ist leer. Altölkanister. Muss ich auch mal wieder mitnehmen. Und entsorgen. Und das ist noch brauchbares Auffüllgabelöl. Das kommt jetzt auch ins Lager. So, von weit weg Kondom drüber. Innenseiten geputzt. Das mache ich ja wohl. So, Schelle. Muss ich nur schauen, wie die hinkommt. Ich nehme mir diese Schelle als Vorbild. So, jetzt sollte es so klappen. Die obere Schelle kommt später. Die wird jetzt nur eingelegt, weil ich ja die Höhe, ich will ja oben an die Gabelbrücke. So, haben wir sie rein. Die gute. So, und jetzt wird einfach die Klemmung gespreizt, Schraubenzieher, Hammer, und einfach gegen die, in die Spreizung klopfen, damit das Pickerl drüber geht, damit die Spreizung etwas größer wird. Jetzt könnte die Gabel wieder runterfallen. So. So sollte es reichen, dass das Pickerl hier drüber geht. Ja, tut es zerstörungsfrei. So, also nicht mehr zerstört, als dass es schon war, sagen wir es mal so. Gut. Durchschieben. Ich habe von dem Teil geredet, hier einfach vorsichtig so einen Schraubendreher dazwischen klopfen. Dann spreizt sich das ganze Ding. Man darf natürlich nicht jetzt die Spreizung so weit aufspreizen, dass sie bricht. Aber man kann das schon so machen, dass es einen, ja, rutsch runter. Aufs Pickerl natürlich, klar. So, jetzt ziehe ich hier oben schon mal moderat fest, dann kann die da nicht mehr runter. Den Moment gibt es später. Jetzt brauchen wir die zwei hier unten. Das war's schon. So. Radeinbau. Hier haben wir die. Die Radlager sind vollkommen in Ordnung. Gibt's kein Problem. So, da ist die Hülse schon drin. Achse ist gefettet. Tachoantrieb ist fett drin. Mal nur schauen, dass wir hier dazwischen kommen. Ui, da ist noch Schmutz. Den will ich nicht beim Einbau haben. Warum ich gesagt habe, ich mache nicht sauber, das hat einen einfachen Grund. Die Maschine wird über den Winter nochmal zerlegt. Nicht von mir, sondern vom Andreas.
Der Andreas zerlegt sie und wird sie auch rahmentechnisch wieder auf Vordermann bringen. Der weiße Rahmen, ihr wisst das, Honda und weiß oder generell weiße Rahmen, ganz schlechte Kombination. So, jetzt ist da irgendwo so eine Nut, glaube ich, oder ein Anschlag, der ist da, ja. Und da vorne ist das Zapfelchen. Das heißt, na, ich muss mit dem Tachoantrieb nach vorne. Ich muss das andersrum machen. So, dann ist hier der Anschlag für der Tacho. So. Genau. Jetzt auf die Zapfen aufpassen, dass die passen. Die Hülse ist drin. Jetzt kommt die frisch gefettete Radachse rein. Gewinde schön ein bisschen abputzen. Jetzt haben wir das Problem mit der Hülse innen drin. Wie immer. Da ist, wo ist der Tachoanschlag? Das Rad dreht so rum. Da unten ist der Anschlag. Das passt. Jetzt brauchen wir einen Gummihammer. Und das war's schon. So, da ist der Anschlag. So, da sind wir durch. Gerade richten. Gar nicht so einfach. Was stimmt da nicht? Da stimmt alles. Das Lenkkopflager ist jetzt mittlerweile so cool. Neu natürlich. Wieso passt das nicht, verdammt? Was ist da verkehrt? Wo habe ich ein Issue? Ich habe kein Issue. Muss gehen. Ich mach mal den Block hier vorne weg. So. So gefällt mir das vielleicht besser, dass ich das Rad hier reinbekomme. Geht doch. So. Jetzt machen wir das hier. Das nervt mit dem Lenker. Was haben wir denn da? 17, 19, 19, ja, 17. Das Ding hat ja auf der gegenüberliegenden Seite ein Gewinde. Und das muss jetzt ganz easy, ganz leicht zum Eindrehen sein. Ja, nicht irgendwie das Ding versuchen mit Gewalt zu drehen. Das muss mit dem kleinen Finger muss das funktionieren. Ja. Und dann einfach anlegen. Der Tachoantrieb, da das Rad so rum dreht, hat er unten den Anschlag. Hier an der Gabel ist ein Zapfen. Und dann kommt
dieses Teil hier wieder rein. Ab nach oben und diese Muttern wieder drauf. Die ziehen wir jetzt noch nicht an, die legen wir nur an. So, dann muss ich das Radio leiser machen. Meine Nachrichten ist ja nicht so schlimm, aber wenn dann nachher Musik läuft, oder ist ja schon Musik gelaufen, dann gibt es ein Problem. So, sauber. Gerade schön den Ölbehälter zwischen den Füßen weggeräumt und schon die Kamera versaut. Naja. So. Wie gesagt, das ziehen wir jetzt nur bei. Also, dass es hält. Ja, ich habe die Maschine jetzt vorne runtergelassen, dass das Rad gerade so eben aufsteht, um hier ganz einfach nicht so ein rumwackelndes, eierndes Ding zu haben. So, 65 Newtonmeter fürs Vorderrad ist belastet. So, der dreht sich jetzt bis dahin. Und das war's. Aber ist das richtig? Kommt mir komisch vor mit dem Tachoantrieb. Ist aber absolut richtig. Dann haben wir die kleinen Schräubchen mit 12 Newtonmeter. Nächste Drehmomentstufe. Zehn. Elf. Zwölf. Gut, jetzt machen wir hier oben die Faltenbälge fest. Auch kein großartiges Thema. Einfach zudrehen. So, nicht übertreiben. Muss man nicht übertreiben. So. So, jetzt kommt hier der Verdrehschutz wieder rein. Irgendwie war das von da oben. Dazwischen. So. Jetzt muss ich nur schauen, habe ich es richtig rum? Das sieht gut aus. So und so. Yep.
Ist das so rum richtig? Oder gehört das andersrum? Hätte ich jetzt kennzeichnen sollen. Probieren. Wird schon irgendwie hinhauen. Wie es besser aussieht von der Kröpfung her. So, so sieht es gut aus. Ja, so ist es gerade. Das andere war vorne. Das war dann so geneigt. Das muss aber so sein. Schön. Dann los geht Flügelos. So oder so. So. Das könnte ich jetzt eigentlich vorher mal anschrauben, damit mir das nicht so ewig im Weg rumhängt. Wie kommt denn das Ding hin? So nach vorne. Das heißt, so, so kommt das hin. Dann muss der hier auf die Seite. Ne, das muss darüber. Das muss ich dann noch ändern. Das ist dann hier, ja, und das ist da. Das stimmt so. Dieser Kabelbinder war mit Sicherheit hier oben irgendwo. So, so kommt das hin. Genau. Nee. Dann machen wir also vorher mal die Bremszangen rein. Bremsbeläge kommen neu, allerdings habe ich nur für eine Seite Bremsbeläge. Da ist beim Bestellen oder beim Liefern oder sowas irgendwas falsch gelaufen. Die hier mal zurückdrücken. Bremszangen eigentlich auch mal zerlegen. So, einmal, zweimal. Und dann die andere Seite.